Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Summer Nara mit mir und Jago, hey! Bowie. Ja! Hey! Guck Es ist mal, wieder soweit. ja, endlich ist es soweit. Und ich habe auch schon geguckt, was wir so machen könnten. Wir könnten Akali fragen, ob sie uns das Kopfhörer reparieren kann. Und dann würde ich nochmal gucken, ob wir nicht hier ihre Heimat da finden. Ich weiß nicht, wo die ist, aber wir können ja mal suchen. Und ja. Ja, fragen wir sie erstmal, ob sie nicht die Kopfhörer repariert bekommen. Onzo ist irgendwie ganz merkwürdig. Der ist an zwei verschiedenen Orten hier. Ist das beides Onzo, ja? Ja. Wow. Ich wundere mich gerade über was anderes. Und zwar, Akai ist ja eine Schmiedin. Hm. Und Kopfhörer sind ja nicht gerade... Doch, doch. Ist ja jetzt kein Schwert alles, oder keine Metallhand. Aber sie schafft das bestimmt. Sie schafft das bestimmt. Ich meine, ich bin ein kleines Mädchen und die schickten mich auf Tauchtouren und sonstiges. Also, ja. Ja, irgendwann wirst du zur Königin der Piraten. Ja. Wolltest du das nicht werden? Die Königin der Piraten? Ich habe den Traum schon längst aufgegeben. Oh. Nachdem ich erfahren habe, dass ich nicht schwimmen kann. Na Kai, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ich habe ja ein paar kaputte Kopfhörer. Lass mich mal schauen. Es sollte nicht allzu schwer sein, sie zu reparieren. Ich muss nur diese zwei Kabel wieder miteinander verbinden. Mit etwas Hammer. Festziehen, fertig. Das war's schon. Vielen, vielen Dank. Sind das deine? Nein, sie gehören Onzo. Er ist ein wirklich nettes Katzenkind. Er nennt... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du die ganze Welt so beschreibst. Weil es wahr ist. Ja. Sie nennt Onzo ein Katzenkind, obwohl sie selber ja... Ich glaube, ich lüge, es heißt Onzo. Oh, nein, ich bin schon das groß. Das weiß ich nicht. Das ist also, ich bin schon groß. Bowie. Der Vergesst der das nicht. Stimmt, du bist groß. Ich bin groß. Der Tintenfisch guckt mich so an, Ja, er sagt, nein, Bowie, nein, mach nichts Dummes, Bowie, nein. Der Tintenfisch verleitet mich dazu, sich zu abonnieren. ich kann einfach nicht anders, als diese Knopf zu drücken. Ja, das ist so unterschwellig. Sprechen. Ich habe deine Kopfhörer dabei. Funktionieren sie wieder? Ja! Vielen Dank, Kor. Du solltest lieber Akai danken anstatt mir. Ich werde ihren Namen in mein Tagebuch aufschreiben. Akai, eine Frau, die alles reparieren kann. Ja. Und feuerrotes Haar, riesige Arme. Kor wird wie sie sein, wenn sie einmal erwachsen ist. Ja, feuerrote Haare. Ja. Eigentlich ist sie ein ziemlich gutes... Idol, also nachdem man aufwachsen möchte. Ne, Akai? Ja. Ein gutes Vorbild. So viele Aufgaben habe ich. Spreche mit Onzo für den nächsten Auftrag. Warum kann ich nicht mal einen Auftrag hier sein lassen? Warum muss ich immer hier... Kor, ich habe Heißhunger auf etwas ganz Bestimmten. Was denn? In meinem Tagebuch steht, dass Taka früher wirklich vorzügliche Nudeln zubereitet hat. Ich habe ihn danach gefragt, aber er hat mir gesagt, dass er sich vor langer Zeit entschieden hat, keine Nudeln mehr zu kochen. Pfff, Taka ist ein echter Dickkopf. Ich schätze, er wird mir nicht vergönnt sein, diese Nudeln einmal zu probieren. Ich kann für dich mit ihnen reden. Wenn sie wirklich so gut sind, will ich sie auch probieren. Ja, dann fragen wir danach, was es denn ist. Guck mal. Das ist eine Weintraube. Nee, das ist eine... Wie heißt die diese Beere? Brombeeren? Brombeeren. Sind das Brombeeren? Ja. So, dann auf. Für die Leute, die sich wundern, warum Portia momentan nicht kommt, ich warte auf den großen Moment, wo Portia 2 kommt. Ich bin jeden Tag... Die Menschen hier in Mara mögen meine akorische Küche nicht. Aber ich denke, wenn ich mich wirklich anstrenge, kann ich ein besserer Koch werden. Ich könnte jedoch etwas Hilfe gebrauchen. Ich kann dir helfen! Bist du sicher? Zuerst brauche ich etwas frisches Gemüse. Kein Problem, ich bringe dir alles, was du brauchst. Aha. Irgendwie haben wir genug Aufträge, auf welche anzunehmen.
Ah, wer? Oh, guck mal, das sind diese Aliens. Ofenreparaturendienst. Wie geht es deinen Ofen? Er ist kaputt. Hat Caleb dich geschickt? Genau. Er hat mich gebeten, ihn zu ihm zu bringen, damit er sich ihn ansehen kann. In Ordnung. Aber sag ihm, er soll vorsichtig sein. Ich traue seinen ungeschickten Händen nicht. Warum? Er ist ein Händler. Und auf einmal repariert er Dinge? Kurz gesagt, ich bin nicht sehr zuversichtlich. Okay, wir werden vorsichtig sein. Aber dass ich den herumschleppen soll, ist in Ordnung. Ah ja. Passt ja auch alles in deine Tasche rein. Ja, passt alles in meiner Tasche rein. Ich bin so hungrig. Oh. Sie musste auch was essen. Da war ja was. War Pommes. So. Fischsuppe. So viele schöne Sachen. Ich esse ein paar Karotten. Rohkost. Yay! Er scheint dir zu gefallen. Ist alles gut. Alles prima. Davon habe ich zumindest genug. Was passiert nochmal, wenn sie dann, wenn sie dann Sie kippt richtig hungrig zusammen. ist? Und dann wachst du auf dem Dach wieder, oder? Weiß nicht. Danke, dass du mir den Gefallen getan hast. Ich habe so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, hä? Und die Katze sieht gruselig aus, sie hat so rote Punktaugen. Also ich weiß gar nicht, wohin ich muss, weil die alle. Los, kleine Abenteurerin, liefere aus, was ich dir gegeben habe. Ja. Ich bin noch ein bisschen. Wo sind denn die Sachen, die ich. Rote Beete und Salat. Rote Beete und Salat. Napp. Rote Beete und Salat. Dann kann ich auch noch ein paar mehr gute Beete kaufen. Hui. So. Hier hast du den Ofen. Mal sehen. Stimmt etwas nicht? Ich habe ihn kaputt gemacht. Was? Nur ein bisschen. Er ist gar nicht so schlimm. Ich brauche etwas Metall. Schrauben und ein paar Rohre. Akai, die Schmiedin, sie sollte alles haben, was ich brauche. Ich bring dir alles, was du brauchst. Hier hast du etwas Geld. 230 Münzen. Das ist ganz gut. Ich habe die fünf Briefe gelesen. Sie waren nicht weiter wichtig. Die Krabben hatten sich wirklich total verirrt. Habe ich doch gesagt. Zum Glück fungiert mein Laden seit einigen Jahren auch als Postamt. Halte weiter nach Postkrabben Ausschau. Vielleicht ist ja noch mal was Wichtiges dabei. Als Gegenleistung kann ich dir hochwertige Angelschnur anbieten. Oh, was denn noch? Jeder will irgendwas von mir. Ich sollte aufhören, mich mit Leuten anzufreunden. Guck mal, der große will. Was ist eigentlich dieser grüne, leuchtende Punkt über ihren Köpfen? Weiß ich nicht. Beeil dich bitte. Damit wir. Ich dachte immer, sie haben eine Aufgabe für uns, deswegen quatsche ich die an, aber irgendwie. So, ich muss jetzt erstmal wieder zu Schmieden. Oh, dieses Hin und Her. Man kann hier wirklich einiges machen, was zum Vorteil hat, dass man immer was zu tun hat. Also, ich finde, das ist ein Vorteil. Der Nachteil ist aber, dass man irgendwie die Übersicht verliert, was man jetzt gerade machen möchte. Eigentlich wollte ich ja Akaris zu Hause suchen, um dort irgendwelche Sachen zu ernten. Kommen wir darüber? Aber jetzt gehen wir halt wieder hier hin und das gefühlt laufen wir immer zickzack. Das ist wie in einem MMO. Du dies, du das, bring das Na, dahin, dann ja. komm zu mir zurück. Hin und her. Vielleicht läuft es mit deiner Aufgabe, Kleine. Oh, jetzt. Was ist mit dem Fass da hinten? Ha, geklaut. Guck mal, wir beklauen sie. Das muss so sein. Na, Oh. so viel, so.
Guck mal, da liegen Eisenbarren. Kannst du sie klauen? Weiß ich nicht, ich will nichts mehr klauen. Ich gehe jetzt erstmal gucken. Brauche einen besseren Hammer. Was war denn das für ein schräges Geräusch? Hier erstmal runter. War das Auto letztes Mal auch schon da? Ich glaube schon. Okay. Mal Spielautomat. Ja. Wo waren wir vorhin? Mit Portia. Ja, ich warte momentan bis Portia, also My Time in Sandrock rauskommt. Und ja. Ja, ich bin jeden Tag dabei, da drauf zu gucken. Voll schön. Und zu warten. Ich freue mich schon, neue Wenn es rauskommt, kriegt ihr sofort Folgen. Nice. Ich freue mich nämlich. Aber ich finde das gemein. Sie haben gesagt Ende März und dann habe ich mich drauf verlassen. Und dann gucke ich jetzt und ich will jetzt nicht Portia spielen, wenn ich eigentlich im Kopf habe, dass ich die neue da anfangen möchte. Vor allem mit My Time mit Portia hast du ja eigentlich so ziemlich schon ich alles. Ich habe ja eigentlich so ziemlich alles schon erreicht. Deswegen, wir werden es auf jeden Fall nicht ganz beiseite schieben. Aber ja. So. Wir brauchen rote Beete. Ich pflanze erstmal die Sachen an. Ach, guck mal. Ach, guck mal, ist ja schon mal. Die wollen von dir gepflückt werden, geerntet werden wollen. Sehr schön. So sollte das sein. Ach ja, Jago, ich habe mir die eine Folge angeguckt, wo du meintest, dass da hinten etwas einfach so verpufft ist. Ich habe es mir ganz genau angeguckt, aber da liegt wirklich so eine Kirsche und einfach so puff ist sie weg. Ja, ich habe ja gesagt, dass es verpufft. Das war voll witzig, ey. Ich habe mich so kaputt gelacht. Aber. Ja, Bowie ist so. Bowie guckt all unsere Folgen dann nochmal nach. So. Warum auch immer, weil er ist dabei. Ich weiß nicht, es fühlt sich trotzdem irgendwie so neu an. Immer wenn ich morgens mich vorbereite für die Arbeit. Wenn er sich anfasst für die Arbeit. Genau, für die Arbeit. Dann mache ich dein Video an. Ah, auch und leer. Ja. Ja, und guck mir die an, macht Spaß. Ich habe auch absolut kein Bedürfnis, mir irgendjemand anderen anzugucken. Ja. Ist gut so, aber guck mal, ey. Mein Wasser. Es muss regnen, oder? Ja. Aber ich glaube, wir haben alle Ingredienten zusammen. Nee. Wir brauchen. Nee. Du brauchst ja fünf. Ach so, das waren Samen, okay. Ach, guck mal doch. Ah. Anscheinend jetzt genug. Guck mal, so viele Früchte. Ich will die ganzen Früchte hier haben bei mir. Ah, ja. Einfach mal essen. So. Also hier, wenn ich hier eine Schale hätte mit Weintrauben, mit Bananen, Äpfeln, Apfelsinen, mit ja. Kiwi und Erdbeeren und Brombeeren. Boah. So, ich weiß das gar nicht, wo ihr Haus sich befindet von Akai. Wir gehen einfach mal so. Nicht den normalen Weg. Warte, kann ich hier. Puni-Höhle. Was ist das? Resor. Resor, Laland. Laland. Dann guck ich mal hier. Vielleicht kommen wir ja per Zufall hin. Oh, ich habe Angst vor Wasser.
Warte, jetzt sind wir bei Quelis gelandet. Okay. Geh mal zu der Puni-Insel. Puni? Puni-Höhle. Geh mal dahin. Warum? Ich habe das Gefühl, dass ihre Eltern dort wohnen. Okay, lass uns aber erstmal hier gucken. Ich will sowieso die anderen Inseln mal alle so ein bisschen Ja, auskundschaften. ich liebe das in Spielen, wenn ich neue Inseln, neue Orte Oh, entdecken ich kann. gar nicht. Boah. Ich finde es ganz Nein? schrecklich. Okay. Das ist ganz schrecklich. Ist hier jemand? Guck Weiß mal, ich es ist nicht. schön hier. Ich habe irgendwie die schönste Insel, oder? Ja. Ja. Muscheln. Alles mein Ding. Oh, die kann ich nicht aussammeln. Doch. Ey, das ist alles nur Imitation. Ah, eine war da. Guck mal, Post. Briefkasten ist da. Ein Hund. Ist das Einfach ein... mal wegnehmen. Ah, nee, guck mal, das war sogar richtig. Ach so, stimmt, du musst es. Hä? Das ist ja cool. Du kannst einfach mal diese Dinger hier ernten für dich Nee, selber. aber ja, aber das war doch richtig. Du hast mich falsch geschickt. Ach so, das ist richtig, okay. Ja, das ist richtig. Also Guck sieh mal. mal einer. Oh, guck mal, Honig. Oh. Warum sind die Bienen auf einmal weg? Ach so, sie sind wieder arbeiten. Oh, eine Blume. Einfach alles nehmen. Wenn die wiederkommen, ist alles abgerodet. Das Haus ist weg. Das Liegen Haus so ist nicht mehr. abgearbeitet, weil es ist so alles. Ja, nicht nur sonst liegen hier überall Segen. Hunde sind auch Guck mal, geschlachtet. Küken. Voll Pisse. Oh, nee, nicht. Tut mir leid, ich habe keine Ah, ich Suppe. habe kein Essen für dich. Kleine Kükchen. Der Hund liebt dich. Ja, weil ich ihn gerade gefüttert habe. Geh mal da weg, Hund. Du Schleimer, geh jetzt mal da weg, Hund. Hund, weg. Ich brauche etwas, um die Truhe zu öffnen. Aha. Wo Guck mal, liegt der voll Sch schön, wenn man so eine. Ah, guck mal, noch eine Postkrabbe, ist ja witzig. Du hast Käse bekommen. Oder war das Käse, oder? War das Käse? Ja, Ja. Käse. Guck mal, eine andere Blume, auch voll schön. Guck mal, Bowie sagt mir immer die falschen Wege. Ich vertraue ihm immer. Ich verstehe gar nicht, warum ich ihm weiter vertraue. Aber guck mal, die Insel ist echt schön, oder? Aber ich muss sagen, wenn ich hier wohnen würde, hätte ich alles mit Mauern durchzogen. Hier so. Damit, wenn wir mal angegriffen werden oder so. Ich bin so, ich denke immer, es könnten Einbrecher kommen oder so. Und wenn hier jeder anlegen kann, gar nicht so geil. Würde mir genauso gehen. Wobei, im Normalfall muss man ja auch sagen, du kannst nicht einfach hier anlegen. Du musst ja so einen Steg haben, um dein Boot anzulegen. Das liegt daran, dass du hier zu flaches Wasser hättest, quasi. Da würde dein Boot quasi reinschremmen. Aber ich meine, wenn jetzt Leute wären, die hier. Ja, glaube, der kleine Insel war eine Krabbe mit Post. Hast du gesehen? Da, diese Krabbe hier. Die Krabbe hat auch hier Dingsbums, eine Flasche unten drin. Ist mir egal. Da kriegst du noch mehr Käse. Ja, was ist das? Ein Das konnte Fass, man das doch kaputt so macht. Bumm machen. Ja. Voll cool, oder? Ey, das ist echt geil. Gefällt mir. Rabum. Was ist das mit dem Fisch hier? Was war denn das nochmal? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt's Konnte man da. tauchen, oder? Angeln gehen kann man hier. Ich will Da aber kriegt man nicht diesen angeln. Fisch raus. Ich will nicht angeln. Ich mag kein Angeln. Oh. Also hier kommen wir erstmal nicht weiter. Okay, wir brauchen ein besseres Boot. Das heißt, das ist eine Anspielung darauf, dass wir irgendwann ein besseres Boot haben werden. Nee, ich Das glaube ist. eher, sie erweitern die Welt. Ach so. Naja. Ich finde meine Version. 55 Steine hast du bekommen. Wie kannst du so viel tragen, so ein kleines Mädchen mit 55 Steinen in der Tasche? Wie kann ich die aufsammeln, nachdem ich das kaputt gemacht habe? Fallen die doch auf den Meeresgrund, oder nicht? Oha, guck mal. Ah, Unfall. Boah. Wieso mach ich jetzt? Ah, du. So Eiseninsel. Okay, guck mal, wir sind gar nicht hier gelandet. Ich würde gerne noch nach Aha. oben schauen, was da ist. Kellis.
Kerlis heißt die Insel. Interessant. Alles mal angucken. Auf eine See. View. Ich hab voll Angst hier auf dem Wasser. Guck mal, die Insel. Ich sehe sie gar nicht, obwohl ich die laut Karte ganz nahe ist. Ach da. Da hätte ich auch voll Angst. Ich hab hier voll Angst. Ah, ich bin so ein Schisser, was Wasser anbelangt. Kuruluki-Felsen, aha. Oh, das ist ganz schrecklich. Guck mal, da ist sogar jemand. Ey, ist das, ist das nicht schon wieder? Alter, was will der? Was will er denn hier? Der ist ja überall. Also er verfolgt dich, wenn du deine Arbeit machst. Ja, ich glaube auch. Oh, guck mal. Muschel ist schön. Ich will diese Muscheln, diese Krabben nicht ansprechen. Was ist hier los? Guck mal, das ist jemand. Diese Insel ist riesig. Warum ist sie so leer? So leer ist sie jetzt nicht, oder? Guck mal, das ist bestimmt ein giftiger Pilz gewesen. Ja, so riesig. Oh, guck mal. Oh, Mensch. Mir ist langweilig. Ich will meine Spielkonsole. Oh, das bin ich, als sie klein war. Es sieht aber ziemlich leer aus. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich habe über diesen Ort nur schlechte Bewertungen gelesen. Trotzdem seid ihr hier. Ja, man guckt sich doch alles mal an. Die Pilze kann man essen, sage ich als professioneller Pilzesser. Als Pilzesser. Schafe! Warum fütter ich die gerade? Warum fütterst du sie gerade? Ich weiß nicht, ich bin so ein guter Mensch. Ich will es füttern. Nein, nicht füttern, Es macht doch keinen Sinn, ich verbrauche du immer. Du brauchst es doch. Aber sie sind hungrig. Guck mal. Boah, Alter, du hast ihr Haus zerstört. Oh, ich habe kein Essen mehr für sie. Da, Pilze. Die sind auch lecker, aber sie verursachen Halluzinationen, die Pilze. Weiß ich aus Erfahrung. Schreibt man dann Elfenpower? Ja, das schreibt wahrscheinlich Elfenpower. Ist das Nest dort drüben so ähnlich wie der Möwennester auf meiner Insel? Boah, das ist bestimmt so ein Riesenvogel. Ja, Mann. Wow. Müll. Also hier ist Müll. Auch Knochen. Wow. Eine Suppe. Ja, macht Sinn. Warum sind die so groß? Taucherbrille. Nice. Wo ist die Mama? Hier ist... Oh, da ist noch eine Kiste, aber guck mal, hier ist sogar ein Boot. Was macht da ein Boot hier? Hat bestimmt mitgebracht. Oh. Aber so viele Sachen hier, ne? Schon ein bisschen bedrohlich, oder? Ja. Kannst du sie mit dem Hammer kaputt machen? Nein, ich versuche nicht, sie kaputt zu machen. Okay. Ja, du bist ein guter Mensch. Guck mal, da unten ist noch ein Ei. Bringen wir es nach oben? Ach, es ist ja kaputt. Das habe ich von unten gesehen, dass es zerbrochen ist. Ich dachte nur, vielleicht sehe ich in der Nähe. Aber die Insel ist gar nicht mal so. Vielleicht ist sie deswegen verlassen, weil hier Monster sind und die werden das nächste Opfer sein. Die Leute, die hier picknicken. Ja, stimmt. Das sind alles. Sie wissen gar nicht, dass sie alles. Tschüss, ihr Snacks. Wir gehen dann mal. Es ist schon Nacht, wow. Spielkonsole wäre sicherer gewesen. Na toll, wie komme ich ans hier wieder rein? Aha. Weißt du, die Eltern wollen den Kindern keine Konsole schenken oder spielen lassen, aber gehen in solche gefährliche Gebiete, wo Riesenküken sie jederzeit aufmampfen können. Das ist ganz klar Bildungsauftrag verfehlt. Wir argumentieren, guck mal, was machen die denn da? Das ist eine Krabbe, die tanzt. Das ist ein Murloc. Ja, alles auf Englisch. Ja. Guck mal, du kriegst wirklich Sachen von, wenn du die... Belästigst, ja. Ja. So funktioniert das. So funktioniert das. Oh, das sieht so schön aus. Dieses Wasser. Vielleicht sollte ich doch mal versuchen... Okay, hier kann ich eh nicht fischen. Okay, sehr gut. Pfiffen.
Oh, ich habe so Angstzustände und offenen Meer. Bist du angespannt? Sind deine Muskeln gerade auf Alarmsituation eingestellt? Nein, ich würde am liebsten aufhören zu spielen. Also so, ich habe wirklich krasse Angst im Wasser. Also so, dass ich am liebsten so. Akai hat uns nur gebeten, die Felder zu ernten, ne? Von Ja, den das haben wir Ländern, auch weil sie gemacht. nicht Warte da mal. sind. W, 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 w. Was? Ich weiß. Ah, okay. Dieses Angeln. Ich meine. Ja. Okay, Ah, den Tintenfisch haben ein wir. Tintenfisch. So, Nice. mehr habe ich, glaube ich, nicht. Ja. Mehr Tintenfische gibt es ja auch nicht. Da war eine Zahl nämlich. So 2, 1, jetzt Nee, ich steht glaube, ein. das war meine Köderanzahl. Ach so. Das Mal macht da natürlich mehr Sinn. gucken. Punierhölle. Ist das der Typ? Ja, ne? Ja, Ja. das ist er. Musstest du nicht mit ihm sprechen oder so? Weiß ich Nein, oder? nicht. Ich lasse ihn doch mal folgen. Schiffsmädchen, hast du eine Schaufel? Natürlich brauchst du eine. Nein, du wirst sie brauchen. Hier, ich habe eine Schatzkarte für dich. Weißt du, wie man eine Schatzkarte liest? Ich habe keine Ahnung. Die Schatzkarte weist dir den Weg zu einer Insel, auf der ein Schatz versteckt ist. Aber du musst selbst herausfinden, wo genau er versteckt ist. Dann musst du ihn nur noch ausgraben. Klingt ziemlich einfach. Es ist ziemlich einfach. Ich meine, selbst ein Pirat würde das hinbekommen. Und jetzt geh und find den Schatz. Warum vertraue ich ihm nicht so hundertprozentig? Warum findet er den Schatz nicht selber? Ich meine, er ist ein Handelsmann. Ein Händler ist er. Boah, jetzt mal Schwierigkeiten gehabt. Kommt man in Aber hey. dieser Höhle irgendwie rein? Bestimmt. So, Holz nochmal gesammelt. Was ist denn das? Das ist doch das zum Tauchen, oder? Ja. Ach, Ja, viel Spaß. nein, habe ich nicht. Popo. Das waren die Schätze. Weiß nicht. Muss mal gucken noch mal. Es ist voll schwer hier. So, wenn ich jetzt sofort dahin gehe. Abtauchen es. Ich sollte doch irgendwie einen Schatz finden, was der eine Typ mir gesagt hat, irgendwie. Weiter nach rechts geht's nicht, oder was? Ich glaube, wenn wir das jetzt anfassen, dann sind wir dann nach oben, oder? Ja. Ah, jetzt komme ich auch nicht mehr da. Ah.
Okay. Interessant. Jetzt haben wir wieder was gelernt. Das Können wir also Einteilchen. nicht unendlich machen, sondern immer nur so. Oh. Ja, dann war's das für heute. Schön, dass ihr es so geschaut habt. Ich hoffe, euch hat's gefallen im Boot schlafen. Ja, machen wir einfach mal. Bis dann und tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, gebt doch bitte ein Like oder abonniert mich. Bis dann und tschüss. Tschüss, Leute.